Besonders. Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Ist es nicht wie jeder andere Piratenschatz? Ich verstehe. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Zittere vor Angst, Reedwood, wenn ich dir sage, dass Big Whoop ein verdammtes Portal zu einer dämonischen Unterwelt ist. Okay. Die Schätze von Big Whoop sind die direkten Tore in die Hölle. Noch mehr Zuschauer. Vielen Dank für die 55 Bits an Steffi. So, ihr wollt das hier alles interrupten, ne? Konzentriert euch mal auf die Story, Gottverdammt. Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen, niederen Regionen. Du musst wissen, Big Whoop hält für das alle, die ihn durchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Preis? Ha! Zugegeben, die Leute finden mich neuerdings ein bisschen unnahbar. Und an den Geruch muss man sich eine Weile gewöhnen. Aber es ist die Sache wert. Jetzt, wo ich die Macht habe, Elaine dazu zu bringen, mich zu lieben. Oha. Dieser ganze Vergnügungspark, warum? Der Big Whoop Vergnügungspark war die brillanteste Idee. Einmal die Gewalt über Big Whoop in meiner Hand, würde es ein leichtes sein, Elaine zur meinen zu machen. Ich verstehe, aber nochmal, warum ein Vergnügungspark? Darauf komme ich noch zurück. Ich wusste, dass Elaine ein wenig überredet werden musste und dass ich eine Armee brauchte. Eine schreckliche Armee der Untoten. Okay, aber warum ein Vergnügungspark? Lässt du mich wohl ausreden? Ich rede nicht nur, um mich selbst zu hören, klar? Du hast recht, ich war unhöflich. Fahr bitte fort. Jeder weiß, dass das Leben eines Seemannes ein langes, hartes, einsames Leben ist. Seeleute sehnen sich monatelang nach ein paar freien Tagen. Und weißt du, was sie als erstes suchen, wenn sie in den Hafen kommen? Lava. Wieso gab das jetzt... Warum kommt die... jetzt krieg ich die Nachricht von Stinger jetzt nochmal? Der hat doch schon subscribed, oder? Egal, danke, wenn nochmal, danke. Warte eigentlich nur, dass du Zeit für mich hast, aber passt. Mutti hat gesagt, ich darf nicht lügen. Heiraten sie nur, ich weiß es noch nicht. Einen familienorientierten Vergnügungspark. Ach, danach. Natürlich. Sie kommen, um auf der riesigen Achterbahn zu fahren. Der großartigen Affenberg-Achterbahn. Sie erreichen den höchsten Gipfel, um dann mit den Armen nach oben, wie Affen schreiend, in einem großen Lavastrom den Hang herabzubrausen. Das hört sich nicht im geringsten nach Spaß an. Ei, ist es auch nicht. Eigentlich ist es geradezu unangenehm. Aber wenn Sie auf der anderen Seite ankommen, sind Sie geeignete Krieger für meine Skelettarmee der Verdammten. Okay, also er züchtet sich quasi Untote ran, indem er immer diese Achterbahn da durchfahren lässt durch den Lavastrom. Oh, die haben auch jetzt einen Mega-Dialog hier, ne? Aber wenn du Elaine tötest, würde sie dich nicht noch mehr hassen? Ei, anfangs schon. Aber bald wird sie verstehen, welch großes Geschenk ewiges Leben sein kann. Und außerdem ist bei Toten der Kreis potenzieller Partner erschreckend klein. Sie wird mir einfach noch eine Chance geben müssen. Es wirkt nicht so gut durchdacht, Evie. Elaine wird dich niemals heiraten, sie liebt mich. Tut sie nicht, sie liebt mich. Nö, sie liebt mich. Tut sie nicht. Wie dem auch sei, Elaine liebt mich, ich habe genug. Wie hast du Big Whoop gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Bist du sicher, dass du sie hören willst? Beginnt die Folterung gleich nach der Unterhaltung? Ei! Dann mach weiter. Als ich noch lebte, verachtete Elaine mich. Nein. Nein, es ist wahr. Mittlerweile weiß ich sicher, sie mochte mich überhaupt nicht. Die Affen im Hintergrund. Aber ich musste ihr meinen Wert für sie beweisen, weißt du? Also stach ich in See, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. War da, hab's getan. Ich habe es zuerst getan, du mieses Weichei. Nach ein paar Tagen geriet mein Schiff in einen fürchterlichen Taifun und wurde auseinandergerissen.
Ich wäre ertrunken, aber einige Haie fanden mich und brachten mich ans Ufer von Blood Island. Da war ich nun, ausgesetzt und ohne Hoffnung, Elaines Herz zu gewinnen. Ich dachte, meine Glückssträhne wäre vorbei, aber eines Tages ging ein Schiff vor Anker. Es war das Schiff von Captain Marley, Elaines Großvater. Ich begann eine Unterhaltung mit Rum Rogers Senior, dem ersten Mate auf dem Schiff. Und nach dem Einsatz einiger Drinks fand ich heraus, dass sie die Karte zum legendären Schatz von Big Whoop hatten. Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte. Warte. Aber sie erzählen jetzt sehr viel. Also ich weiß ja, dass tatsächlich Ron Gilbert, der eigentlich der geistige Vater von Monkey Island, dass der im Prinzip die Story, wie sie jetzt oder wie sie erzählt wurde, irgendwie gar nicht so gut fand. Deswegen bin ich eigentlich gespannt, was jetzt hier eigentlich erzählt wird. Dauert das noch sehr lange? Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte, plante ich, Marleys Mannschaft zum Schatz zu locken und ihn für mich allein zu beanspruchen. Ich hatte nicht das Geld, ein neues Schiff zu kaufen, aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Die Fähigkeit, mit deinem Atem Fliegen zu töten? Aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Diesen undefinierbaren LeChuck-Charme. Eine der reichen jungen Debütantinnen auf Blood Island konnte ihm nicht widerstehen. Nach einer Woche mit mir wäre sie mir bis ins Grab gefolgt. Leider hatte sie keine Gelegenheit dazu. Ich brach den Diamanten aus dem Verlobungsring ihrer Familie und verkaufte ihn für den Preis eines neuen Schiffes an einige halsabschneiderische Schmuggler. Du Schuft, du Schurke, du Prolet. Du Abschaum. Du großer alter bettnässender Schwachkopf. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Mit meinem neuen Schiff überholte ich Marlies Mannschaft leicht und trieb sie nach Big Whoop, das zufällig hier auf Monkey Island lag. Okay. Ich bin immer noch verwirrt wegen des Jahrmarkts. Dann frag mich. Als Schöpfer und Gründer kann ich dir alle Fragen beantworten. Ich glaube, das ist jetzt extra so gemacht, damit die Leute quasi das nochmal hinterfragen können. Wie treibst du die ganzen Karussells an? Das ist eine gute Frage. Wie du vielleicht schon weißt, wird die Energie von Big Whoop aus seiner Position als infernalische Verbindung unserer Welt mit der schrecklichen Manifestation des Bösen an sich geschöpft. Ja, natürlich. Aber wie alle Treibstoffquellen reicht auch diese nicht ewig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, wo immer möglich sparsam mit den dämonischen Energien umzugehen und nach anderen Energiequellen Ausschau zu halten. Mhm. Fossile Brennstoffe? Nein, wir zapfen unser größtes natürliches Vorkommen an. Affen! Meine Was? Worte! Ach, meine Worte! Trainierte Affen sind tief im Inneren des Parks verborgen und an immense Maschinen der Zerstörung und Familienunterhaltung festgebunden. Das ist sehr inhuman. Oh, ich freue mich, dass dir das aufgefallen ist. Die Feinheiten machen den Unterschied. Merke dir meine Worte, LeChuck. Wenn ich dich erstmal besiegt habe, werde ich sie alle freilassen. Ja, ja, ja. Boah, hier kannst du aber Fragen stellen, ey. Welche Attraktionen gibt es hier? Wir sind stolz auf Big Whoops Vielfalt und Authentizität der Attraktionen. Wir verwenden eine zauberhafte Mischung von Kunst, Technologie und vertraglicher Knechtschaft, die wir gerne Dynamo Affelektrik nennen. Erschreckend echt aussehende Häute und andere Körperteile sind an einem Gestell aus Getrieben, Servos und Flaschenzügen befestigt. Alles aus einem bemerkenswert leichten Verbundwerkstoff hergestellt. Faszinierend. Also, Emmy, glaube ich, kommen wir jetzt langsam auf das Rekommandeur-Thema wieder zu sprechen. Wie konntest du einen Vergnügungspark auf einer verlassenen Insel bauen? Am Anfang braucht man ein erfolgreiches Entwicklungsteam. Ich habe die Karibik durchkämmt und nach den besten und brillantesten Künstlern, Ingenieuren und kreativen Leuten gesucht. Nach einer langen Phase von Rekrutierung, Einschüchterung und des Mordens machte sich meine Mannschaft an die Arbeit, große Waldflächen auf Monkey und Dinky Island zu roden und abzubrennen. Das muss eine zermürbende Arbeit gewesen sein. Ei, das war es. Zum Glück wurden Hunderte von Männern von Malaria, wilden Tieren oder Bauunfällen dahingerafft. Alter. So, jetzt so lange kommen wir jetzt hier mal auf den Dialog raus anscheinend.
Wie sieht die Zukunft der Big Whoop Vergnügungsparks aus? Die Zukunft ist reif für eine Welt neuer Möglichkeiten. Ich sehe ein umfassendes Netzwerk von Vergnügungsparks auf der ganzen Welt. Jeder wird einzigartig und eingebettet in die Kulturen und Bräuche der jeweiligen Gegend sein. Aber alle werden an der gemeinsamen Vision des ursprünglichen Parks festhalten. Dem willkürlichen Abschlachten tausender Gäste, die durch unsere Tore kommen. Ich dachte, das Geheimnis von Big Whoop läge auf Dinky Island. Dinky Island ist ein Atoll direkt vor der Küste von Monkey Island. Aber es ist mit einem Labyrinth von mysteriösen Tunnels verbunden, die direkt unter dem Meeresboden liegen. Und obwohl du auf Dinky Island nach Schätzen gegraben hast, warst du auf Monkey Island, als du meinen Vergnügungspark gefunden hast. Sehr ordentliche Erklärung. Ei. Ich habe langsam genug gehört von deinem widerlichen Vergnügungspark. Eihahn, hast du subscribed oder was? Anscheinend, wa? Wenn es so ist, dann vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, warum das dann nicht anerkannt wurde. Vielleicht kommt das noch irgendwie gleich im Laufe der Zeit. Aber vielen Dank dann, wenn es so sein sollte. Aber auch sonst, fürs Einschalten, danke ich dir auch. So. Jetzt kann man hier nochmal alles nachfragen. Wie dem auch sei, Elaine liebt wirklich mich. Tut sie nicht. Sie liebt mich. Tut sie nicht. Tut sie wohl, unendlich. Wohl, verflucht seist du mit deiner teuflischen Rumdiskutiererei. Bitte töte mich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Wenn du mich tötest. Nimmst du den Kindern auf der ganzen Welt die Hoffnung? Bekommst du wirklich großen Ärger? Wird es keine weiteren Monkey Island-Folgen geben? Wirst du unseren Ruf als Entwickler familienorientierter Spiele ruinieren? Auch sehr geil. Das ist auch sehr geil. Wirst du unseren Ruf als Entwickler familienorientierter Spiele ruinieren? Wir werden von allen Elternverbänden verachtet werden. Womit wirst du mir als nächstes drohen? Mit irgendeinem lächerlichen Untersuchungsausschuss des Bundestages, der die Gewalt in den Medien untersucht? Jetzt zittere ich aber am ganzen Körper. Das ist ja geil. Oh, bitte, bitte. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, wird es keine weiteren Monkey Island-Folgen geben. Keine Fortsetzung, keine weitere Arbeit für dich. Du wirst ein weiterer Niemand sein, an den sich keiner mehr erinnern kann. Das kann mir nicht passieren. Ich bin LeChuck. Kennst du den Namen Bobbin Threadbare? Nein. Eben. Was? Kennt jemand den? Das sagt mir gar nichts, Amy. Sehr gut. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, bekommst du wirklich großen Ärger. Ich bin einer der lebenden Toten. Ich bin nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Feuer und Schwefel. Wie könnte ich noch größeren Ärger bekommen? Nun ja. Bitte, bitte, töte mich nicht. Du musst sie einfach durchgehen. Warum nicht? Wenn du mich tötest, nimmst du den Kindern auf der ganzen Welt die Hoffnung. Für Millionen bin ich ein Held. Das macht nichts. Alles, was zählt, ist, dass Elaine und ich zusammen sind. Und du ein für alle Mal von der Bildfläche verschwindest. Ich muss sagen, das ist schon sehr langatmig hier, der Dialog. Aber es ist sehr interessant, muss ich sagen. So, ich glaube, das würde jetzt alles wiederholen. Ich habe genug gehört von deinen üblen Geschichten. Bringen wir es hinter uns. Aber es gibt doch noch so viele schreckliche Dinge, von denen ich dir erzählen will. Ich höre dir nicht mehr zu. Siehst du, ich ignoriere dich. Ah, hör besser zu. La 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 la, ich höre dich nicht. La 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 la. Also gut, Threepwood. Wenn du dich schon wie ein Kind benimmst, helfe ich dir dabei, dich richtig in Stimmung zu bringen. Ich glaube, du verdienst eine Auszeit, junger Mann. Und jetzt? Das war's. Spiel zu Ende. Wie jetzt? Hat er mich verstanden? Aha, nicht abgeschlossen. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges Detail. Das wird dein Untergang sein. Es ist jetzt irgendwie... okay.
Er hat Elaine mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Sehr gut, so. Was ist mit mir passiert? Kopf vernebelt. Kann nicht denken. Gehirn verschwommen. Muss mich konzentrieren. Und Elaine retten. Ich muss Elaine retten. Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich mich nur konzentrieren könnte. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Oh, es ist zum Schreien. So, und an der Stelle machen wir jetzt dann tatsächlich Schluss. Es wirkt jetzt vielleicht für den einen oder anderen relativ abrupt, aber das war so. Womit wirst du mir Nein, ich hab geladen gemacht. Mit irgendeinem lächerlichen Untersuchungsausschuss des Bundestages, der die Gewalt in den Medien untersucht. Die Antwort war übrigens sehr geil. Jetzt zittere ich aber am ganzen Körper. Aber warte mal, kann ich dann hier nochmal speichern? Danke. Dialog, Litschak. Vielleicht kann ich dann doch mal was rausfinden, aber ich würde das jetzt abbrechen. Ich habe genug gehört von deinen Übungen. Aber es... Ich höre dir... Siehst du, ich ignoriere... Überspringen das eben schnell. Oh. Ja, sollte man vielleicht auch speichern machen, anstatt laden. Das. Okay. Okay, also wie gesagt, wir machen gleich an der Stelle dann Schluss, machen nochmal die letzte Verlosung der 25 Euro, des 25 Euro Amazon-Gutscheins. Und dann lösen wir das nochmal auf, wer das gewonnen hat. Wie gesagt, zwei Gutscheine haben wir schon verlost. Wie jeden Monat. Unter allen Subscribern. Ja, habe ich noch gelesen nebenbei, ja. Das habe ich noch nebenbei gelesen. So. Toll, keine Hochzeit. Steffi hat nur das eine im Sinn, irgendwie, dass es noch eine Hochzeit gibt, irgendwie. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund. Sonst kriegst du gar keinen auf die Schnauze. Oh, also, wie gesagt, so, jetzt machen wir mal speichern und nicht laden. Das wäre natürlich ein bisschen cleverer. Also, nennen wir das dann irgendwie Stream, keine Ahnung was, Stream 12 oder so. Zack. Und sind dann an der Stelle auch durch mit dem Spiel. Also ja, nicht durch. Also wir sind dann anscheinend jetzt im letzten Kapitel. Das müssen wir dann beim nächsten Mal nochmal lösen. So. Gut. Ja, da kommen wir zum letzten Gewinner quasi des heutigen Abends. Es geht dann, wie gesagt, um 25 Euro Amazon-Gutschein unter allen Subscribern. Wie gesagt, monatlich wird das dann verlost. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen Spannung aufbauen oder so? Der Hot-Button schlägt gleich zu. Nee, ich drücke jetzt einfach den Knopf und dann sehen wir, wer 25 Euro gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch an Helle. Helle hat gewonnen. 25 Euro. Danke, Fennig. 25 Euro dann an Helle. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich auch nicht. Kein Mensch ist irgendwie da von denen, die gewinnen. Interessant, oder? Jetzt würden wahrscheinlich, bist du behindert? Jetzt würden wahrscheinlich einige auf die Idee kommen, irgendwie, dass man das dann ja neu auslosen müsste, irgendwie, aber nee, dann, die haben das jetzt gewonnen und das bleibt auch so dabei. Also, wir sind jetzt vorangekommen, wir haben jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr über die Hintergründe von LeChuck und so weiter erfahren. Wie gesagt, Ron Gilbert war eigentlich nicht so überzeugt von der Story irgendwie und soll, also das habe ich auch nur so gehört, ich weiß es, ich habe es selber noch nicht gar nicht gelesen. Ihm gefiel wohl die Story nicht, wie das weiterging, weil er ja am dritten Teil nicht mitgewirkt hat. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Der ein Trommelwirbelsound wäre auch gut, ja. Der wäre Weltklasse. Steffi haut nochmal 110 Bits raus. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß aber ganz genau, warum du es machst, weil ich dir gleich helfen soll, ne? So ist es doch. Vielen Dank. Ja, also wie gesagt, das soll wahrscheinlich so ein bisschen den Hintergrund auch nochmal erklären, irgendwie, wie es da mit Monkey Island irgendwie weitergeht, weil der zweite hatte ja einen relativ großen Cliffhanger irgendwie, dass man da LeChuck und Sweetwood irgendwie als Brüder da gesehen hat. Und ja, da war man erstmal ein bisschen verdutzt irgendwie, dass die da irgendwie auf dem Jahrmarkt waren. Deswegen interessant, wie das jetzt weitergesponnen wird, da bin ich mal gespannt. Gut, zum Orgasmus verhelfen. Der Fennig, der kommt hier immer rein, der krass. Ah, so.
Gute Nacht schon mal an das Kaiserland. Ja, ich bedanke mich auch für alle, die eingeschaltet haben, für alle, die heute subscribed haben, die Bits rausgehauen haben, die Raids, die Hosts, die alles. Donation war dabei, alles war heute dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sind noch nicht mal durch, Leute. Wartet. Wartet doch einfach ein bisschen. Es ist ja noch nicht durch. Wir werden dann morgen eben halt nochmal spielen. Wir werden morgen nochmal spielen und das Ganze weiter vorantreiben. Bevor wir Beißer auch nur ein Bit hinterher geschoben. Eine Verzweiflungstat vielleicht. So, mal komme ich auch wieder aus dem Fullscreen? Ja. Also wie gesagt, wir machen morgen weiter. Gerne auch wieder um 20.30 Uhr. Dann werden wir wahrscheinlich wirklich das Finale dann auch durchspielen. Das wird dann wahrscheinlich so zwischen 1 bis 2 Stunden dauern. So glaube ich das zumindest jetzt. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall mal sehen, ob wir das Rätsel lösen können um Monkey Island, um die, ja, und vielleicht auch die Hochzeit dann wahrscheinlich verhindern können, ne? Ich weiß ja selber nicht, wie es weitergeht. Ich habe es selber noch nicht gesehen. So, ich bedanke mich. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Schlaft schön. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen Abend wieder mit The Curse of Monkey Island. Morgen Vormittag dann wahrscheinlich nochmal Mordhau. Das haben wir ja heute Vormittag auch schon gespielt. Lief sogar ziemlich erfolgreich, war relativ viel los hier. Und vielleicht kann man zusammen dann nochmal spielen und irgendwie ein bisschen als Team irgendwie vorgehen. Das wäre nochmal sehr interessant. So. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Bis dann und tschüss.